Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, ich möchte euch einmal zeigen, wie man eine Kerze bestempelt und dieses wunderschöne Muster dann auf der Kerze später hat. Also das, was ich euch jetzt zeige, es geht jetzt rein um die Technik, wie man das machen kann. Kann man natürlich zu jedem anders machen, Ostern, Weihnachten, Geburtstag, Herbst, weiß ich nicht, was alles, Taufe und so weiter und so fort. Es geht jetzt hier rum, wie ich das mache. Und ja, da ja bald Ostern ist, dachte ich mir, komm, zauberst du hier das Entenküken drauf und ein paar Ostergrüße. Und ja, ich habe das hier jetzt das erste Mal gemacht und ich muss sagen, ich finde das ganz gut. Und ja, ich teste jetzt ein wenig und da dachte ich, komm, da machst du die Kamera einmal an. Ja, dazu benutze ich einmal dieses Stempelset. Wie gesagt, man kann jedes nehmen. Und jetzt merke ich gerade, irgendwie habe ich wenig Platz hier. Genau, man kann das nämlich einmal mit einer Serviette machen. Die hat ja mehrere Lagen. Und dann nimmt man sich einmal die letzte, die dünnste Lage, die man hat. In meinem Fall diese hier. Oder man nimmt Seidenpapier. Ich habe jetzt allerdings nur ein rosanes hier. Aber die gibt es natürlich auch in weiß. Und genau. Und was wir noch dazu benötigen, Backpapier. Muss man nicht unbedingt, aber das benutze ich jetzt. Und diese beiden Varianten testen wir einmal aus. Ich habe jetzt hier zwei so Stumpenkerzen. Das sind kleinere. Die ist jetzt etwas über 6 cm hoch. Und ja, das nutzen wir. Und natürlich ein Erhitzungsgerät brauchen wir. Und Stempelkissen. Auf dem weißen stempel ich so. Also einmal in Osterglocke, in Farngrün und Bonbonrosa. Und auf dem rosanen. Auf dem weißen so und auf dem rosanen anstatt Osterglocke nehme ich da einmal Mangogelb. Genau, so werden wir halt machen. Wir fangen mit der Serviette an. Und dann brauchen wir als allererstes ein Zettelchen. Denn, wie ihr hier seht, meine Übung, das geht durch. Genau, das legen wir uns einmal hier drunter. Hier habe ich schon mein Entenküken aufgeklebt auf den Acrylblock und ja, ganz normal wie beim Stempeln eintunken und dann gucke ich, dass das einigermaßen mittig ist. Einmal drauf und so sieht das jetzt aus. Und dann geht es weiter. Dann habe ich mir einmal hier Rasenfläche genommen. Die stempel ich dann hier rum drauf und direkt wieder runternehmen. Zack und zack. Und dann stempeln wir noch hier vor dem Füßchen ein Stück Wiese. Und jetzt im Bonbonrosa kommen die Ostergrüße. Das finde ich nämlich eine sehr schöne Idee, wenn man sich die Kerzen, man sucht ja ganz oft Kerzen und dann findet man aber nicht die richtige. Und ja, wenn man sich das hier selber machen kann, dann macht man das natürlich. So, so sieht das jetzt einmal aus. Wo ich die Stempel gerade offen habe, bestempel ich auch einmal hier das Seidenpapier. Da muss ich nämlich einmal die Farbe wechseln. Wie gesagt, ich nehme euch sehr gerne mit und ich teste das sehr gerne alles mit euch aus. Und ich sehe gerade, muss mein Kissen einmal füllen hier. Bringt ja nichts, wenn es leer ist, ne? Einmal auffüllen.
sieht das aus. Zack, zack. Ich habe jetzt hier den Rücken vom Pinsel genommen. Normalerweise habe ich da einen Gegenstand für, aber den hatte ich jetzt nicht. So, jetzt testen wir das einmal. Rein. Mal gucken, ob die auch gut benetzt wurde. So. Zack. Hier hätte noch ein bisschen gekonnt. Also der Schnabel ist ein bisschen doller geworden, aber gut, es gibt Schlimmeres. Hier nehme ich auch wieder die Wiese. Zack, und vor den Füßchen. Und meine Ostergrüße auch hier in dem Fall. So, da haben wir einmal das. Seht ihr, wie das hier durchkommt? Deswegen immer wichtig, dass da was drunter liegt. Genau, ja, mein Kissen gerade gefüllt. Das macht man wahrscheinlich vorher nicht, aber man erkennt ja trotzdem, dass es ein Entenküken ist. Das lege ich jetzt hier auf die Seite und nehme jetzt mein Stück Serviette. Nehme mir hier einmal meine Kerze. Mal gerade gucken. Ich gucke mal da, oder ich gucke, dass das Stück so lang ist, dass man das hinten so zuhalten kann, also so stramm halten kann hier. Aber das funktioniert. So, jetzt lege ich mir hier mein Entenküken auf und gucken, dass die Serviette und oder auch das Seidenpapier gleich, dass das einigermaßen gerade drauf liegt. Ihr wisst ja, bei mir und gerade, das ist manchmal eine Kunst für sich. So, aber so sieht das aus. Das halte ich jetzt fest. Lege mir jetzt hier auch mein Backpapier drum, ziehe das stramm und dann föhne ich hier gleich drüber. Und man sieht das so ähnlich wie beim Embossen. Wenn das soweit ist, dann sieht man das Muster sehr gut. Also ich hoffe, ihr könnt jetzt gucken und hören. Ich lege dann einmal los. Und immer schön bewegen, nicht auf einer Stelle bleiben, weil, wie gesagt, Kerzenwachs und Hitze. Man sieht, der Kopf, der wird schon so langsam. Man sieht, also wenn man das direkt macht, sieht man das selber auch, dass sich da drunter was tut. Vorsichtig. Vorsichtig abziehen. Seht ihr, und da ist das hier schon dran. Und das drehe ich mir jetzt einmal, damit alle Seiten schön bedeckt sind. Und auch eben gucken, dass hier alles gut anliegt.
sieht man nur direkt hier oben, kann ich noch ein bisschen einmal drüber gehen. Und hier muss ich noch. Also das geht eigentlich ganz gut. Rucki zucki. So, jetzt gucke ich, dass hier oben noch weil wie gesagt, je länger man auf einer Stelle ist, desto mehr wird das auch dellig. Aber das gefällt mir sehr gut. Hier muss ich noch einmal drüber und dann ist die schon soweit fertig. Und so sieht die aus. Einmal mit Serviette. Gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich richtig toll, ne? Dass man so sein eigenes Muster da zaubern kann. Und ja, jetzt gehe ich hin und nehme einmal die andere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also vorher nie das Stempelkissen füllen. Aber egal, egal, egal. Die nächste Kerze. Und dann mache ich genau dasselbe. Und ich bin gespannt, da mein Papier rosa ist, wie das aussehen wird. Auch hier erstmal wieder gucken. Schön gerade an die Kerze aufbringen. Und das Papier messt ihr natürlich so groß ab, so hoch wie eure Kerze ist. Also nicht, dass das hier drüber steht. Das, ne, wie man sieht, das schließt ja hier mit dem Rand ab. Auch unten genauso. Und ja, dass das einmal rumgeht und ja, dass sich das hier, das soll sich jetzt nicht wer weiß wie überlappen. Wenn das ein bisschen macht, ist das auch nicht schlimm. Und ja, das müsst ihr natürlich passend an eure Kerze. Bin ich verrutscht, oder? War das jetzt nur das Papier? Boah, ich mit meinem geraden Augenmaß hier. So, zack. Das Papier hat nur gerade. Schön andrücken und fest. Hier sieht man das, glaube ich, ein bisschen doller, dass der das verschmilzt. Und wie gesagt, man sieht es, wenn man direkt davor sitzt. Wie beim Embossen, also dass sich das so, dass das so rüber schwimmt. So sieht das hier aus. Hier unten kann ich noch ein bisschen machen. Gehe ich mal hier rüber. Guck auch, dass das. Dass das nicht verknickt. Und dass das verschließt. Ich denke mal. Wow, aber auch das mit dem rosanen Untergrund, wunderschön. Und ich denke mal, wenn man da richtig für das Gefühl kriegt, weil man ein paar Kerzen gemacht hat, dann klappt das noch besser.
Zähne. Da muss ich nochmal. Und da habe ich das ein bisschen verschoben. Ich meine, ganz so dramatisch ist das nicht, ne? Aber wunderschön. Also wirklich, das sieht richtig toll aus. Hier gehe ich aber trotzdem nochmal drüber. So sieht das jetzt aus. Und ich muss sagen, dafür, dass das so der erste Versuch war, mit sieht das ganz gut aus. Ne, hier hat man einmal dieses Bildchen mit hellem Hintergrund. Also ich würde sagen, die Serviette geht genauso gut wie das Seidenpapier. Und ja, wenn man hier natürlich klares Seidenpapier hat, dann ist das wie hier. Aber ein bisschen Übung noch dabei, dann werden das richtig, richtig schöne Kerzchen. Hier muss ich nochmal drüber, aber das mache ich alleine jetzt. Und ja, aber so funktioniert die Technik. Das ist wirklich ganz einfach gemacht. Man passt sich dann eben ein Stück Seidenpapier oder eben Serviette der Kerze an, guckt, was man stempeln möchte, also welches Thema, wofür und so weiter. Und dann macht man das einmal so. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich konnte dem einen oder anderen helfen oder habe den auf eine schöne Idee gebracht. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!